Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Willkommen zu unserem heutigen Freitagsduell. Heute einerseits mit ÖVP-Wien-Politikerin und früheren ÖVP-Generalsekretärin Laura Sachs-Lehner. Hallo. Hallo. Und andererseits mit Robert Miesig, Publizist, Journalist und einfaches SPÖ-Mitglied. Hallo. Hallo. Ich fange mit der Laura Sachs-Lehner an, weil es da jetzt auch um das Thema geht, könnte diese Koalition an einer neuen Steuer, nämlich einer Spritsteuer, also eigentlich konkret CO2-Bepreisung, scheitern. Da hat mir ein ÖVPler gesagt, der eigentlich Einblicke hat, daran könnte diese Koalition tatsächlich scheitern. Die ÖVP-Landeshauptleute wie auch die SPÖ-Landeshauptleute drängen ja auf eine Verschiebung dieser neuen Belastung. Und gleichzeitig hat auch Leonore Gewessler, die Klimaministerin der Grünen, noch einmal ganz klar gemacht, nein, die muss jetzt kommen. Wie dramatisch ist es? Naja, also die Grünen sollten sich gerade in der Frage mal wieder von ihrer ideologischen Politik lösen. Und für mich steht auch außer Frage, dass wir die CO2-Steuer in jedem Fall aussetzen sollten, in Angesicht der Teuerungen, die wir erleben und der Belastungen, mit denen die Leute gerade konfrontiert sind. Ich glaube jetzt nicht, dass die Koalition unbedingt daran zerbrechen wird, aber klar ist schon, und ich habe das ja immer wieder schon gesagt, dass das genau diese Fälle von ideologiegetriebener Politik seitens der Grünen sind, die eben problematisch sind. Das bedeutet nicht, dass die CO2-Bepreisung als solches, die ökosoziale Steuerreform im Zuge dessen, das gekommen ist, an sich schlecht wäre. Aber man muss sich anschauen, angesichts der Inflation und der Teuerungen ist es einfach nicht zielführend, da jetzt noch einmal was draufzuschlagen, und das sollten auch die Grünen erkennen. Ist das ideologiegetrieben von den Grünen, dass sie jetzt darauf beharren, oder umgekehrt von der ÖVP? Ja, natürlich ist es von der ÖVP Ideologie getrieben. Einfach von dieser Haltung, dieses Anti-Ökologische, ja, und gegen den grünen Wahnsinn. Ja. Also sozusagen, das ist ja de facto immer diese Rhetorik, wenn man sich es genau anschaut. Damit bin ich jetzt noch gar nicht ein Verteidiger. Ich stelle nur die Fakten fest. Ja. Wenn die CO2-Bepreisung so wie geplant kommt, dann verteuert sich der Liter um 4 Cent. Genau. Ja? Das heißt, es sind bei 10 Liter 40 Cent, bei einem Tank, je nachdem wie groß der ist, 2-3 Euro. Ja? Bei einem Pendler sind es 100 Euro im Jahr. Das ist nicht wenig, die du aber zurückbekommst durch das CO2-Klimageld. Ja? Das haben wir ja mittlerweile schon erlebt. Das letzte Jahr haben die Leute sogar 500 Euro bekommen. Normalerweise ist jetzt vorgesehen 250, oder steigt die nach dem auch. Ist ein bisschen komplizierter, wie du wohnst und so weiter. So, das ist ja der Sinn der CO2-Bepreisung, dass etwas um ein ganz klein wenig teurer wird, aber die Menschen das zurückbekommen, um dann auch eine Wahlfreiheit zu haben, zu sagen, okay, dann zahle ich den höheren Preis, oder ich nütze die Gelegenheit, auf etwas Billigeres umzusteigen, auf den öffentlichen Verkehr, wo das möglich ist. So, das ist an sich eine ordentliche Geschichte, und vor allem, wenn man sich anschaut, dass die Mieten gestiegen sind, ja, dass man die Inflation durchrauschen hat lassen, wo die Menschen 400-500 Euro, wenn man alles zusammenrechnet, von den Zinsen bis sonst wohin, pro Monat zum Teil höhere Kosten haben, sind jetzt vielleicht sozusagen höhere Kosten von 9 Euro im Monat jetzt sicherlich nicht das zentrale Problem. Natürlich kann man auch sagen, man lasst es bleiben, damit, weil alles, was jetzt sozusagen zur Inflation noch aufschlägt, vermieden werden soll. Man kann sogar der Meinung sein, und der stehe ich durchaus nahe, dass wenn wir die großen Aufgaben des Klima, der sozialen und ökologischen Transformation hinkriegen wollen, man sowieso nicht mit einer kleinen Steuer, ja, die ein bisschen Anreizsysteme weit kommen, nein, sondern mit einer ordentlichen Industriepolitik. Die sagt, so wie wir es, wir haben ja sozusagen ein Beispiel, die FCKWs vor 30 Jahren, glaube ich, ist das schon her, hat man auch nicht gesagt, man bekämpft die Katastrophe, die das auslöst, mit einer minimalen Steuer, sondern man hat irgendwann gesagt, ab diesem Zeitpunkt geht das nicht mehr und wir müssen Alternativen dazu finden. Skurrilerweise, Männer wissen das, man hat bis heute keine adäquate Alternative dazu. Also
wenn man den Rasierschaum rauskriegen würde, das war früher einfacher, ist so. So, und das wäre sozusagen natürlich eine sinnvollere Variante, klare Ziele formulieren, klare Industriepolitik zu machen, entsprechende Subventionen und Investitionspolitik der öffentlichen Hand ist meistens sinnvoller als mit sozusagen Ministeuern, die so gering sind, dass die Anreizsysteme dann ja de facto auch nur geringe Folgen haben. Grundsätzlich, die Berechnung hatte ich gestern schon übrigens auf OE24 und heute in der Zeitung, geht es ja tatsächlich nicht um viel. Es ist tatsächlich pro Liter nur 4 Cent. Ihr habt als Regierung ja auch diesen Klimabonus, der das ja ausgleicht. Es trifft natürlich Pendler viel stärker, aber die kriegen ja auch einen höheren Klimabonus. Geht es da eher nur um Symbolik oder ist das auch ein bisschen Angst vor der FPÖ, die ja besonders dieses ganze grüne Klimawahn spielt? Nein, es hat überhaupt nichts mit Angst zu tun, meiner Meinung nach, sondern es geht einfach darum, dass natürlich jede zusätzliche Belastung aktuell zu vermeiden sein sollte und man sich einfach genau anschauen muss, wo schlägt man jetzt aktuell grundsätzlich was drauf. Ich kann den Vorwurf, dass die ÖVP antiökologisch ist, nicht ganz stehen lassen, weil immerhin waren wir schon die Partei, die ja mit den Grünen diese ökosoziale Steuerreform mit dieser Transformation im Steuersystem beschlossen haben. Also, dass uns das Ganze ein Anliegen ist, ist ja, glaube ich, evident, aber die Herausforderungen und die Rahmenbedingungen aktuell sind einfach andere und besondere angesichts der Inflation. Und deswegen ja, auch wenn es um ein paar Euro geht, halte ich es trotzdem nicht für gescheit, das jetzt zu machen, sondern bin wirklich dafür, dass man es aussetzt. Und auch der Klimabonus ist natürlich so auch nicht unbedingt etwas, was ich nur begrüßen würde, weil wir wissen genauso gut, dass wir einen Klimabonus auch an Asylwerber nach wie vor ausbezahlen. Und das halte ich für den völlig falschen Einsatz von Steuergeld. Jetzt kommt wieder die Geschichte, es hat wirklich keine Bedeutung, aber es müssen immer die Asylbewerber kommen. Ja, daran sieht man schon, dass es für die ÖVP ganz offensichtlich nur um Symbolpolitik geht. Und das sieht man ja auch in dieser Frage, die haben wir ja jetzt einigermaßen klar formuliert. Ja, es geht um 9 Euro im Monat für die Leute. In einer Zeit, wo wir eine Bundesregierung haben, ÖVP geführt, in den Schlüsselressorts, einen Bundeskanzler ÖVP, Finanzminister ÖVP, alle entscheidenden Ressorts ÖVP, wo man eine Inflation durchrauschen hat lassen. So war das die höchste Inflation in Europa haben, mit allen Folgen, die das dann hat. Ja, das ist ja ein wirkliches Versagen dieser Regierung, weil man ja jetzt zum Beispiel, wir haben 9,6% Inflation zugelassen, weil man an vielen Stellen, wo man etwas tun hätte können, nichts getan hat. Das hat in zwei dringenden Effekten jetzt die Situation, dass zum Beispiel die Beschäftigten in den Kollektivverhandlungen und die Gewerkschaften und auf der anderen Seite die Arbeitgebervertreter in einer unglaublich schwierigen Situation sind. Ich will beide nicht, also beide sind in einer schwierigen Situation, die Arbeitgeber und die Gewerkschaften, die natürlich jetzt damit umgehen müssen, dass sie Reallohnverluste vermeiden sollen. Ja? Reallohnverluste im Jahr 2022 waren 4% im Durchschnitt. Ja? 4% Reallohnverluste in diesem Land im Jahr 2022 und jetzt muss man ehrlich sagen, ist die Gefahr, dass es noch mal höher ist, weil gleichzeitig haben wir weiter zumindest im vergangenen Jahr gehabt, eine sehr hohe Inflation. Und jetzt sagt man den Beschäftigten, naja, aber ihr dürft die Inflation nicht vollständig ausgleichen, weil jetzt haben wir auch noch eine schwierige wirtschaftliche Situation. Also sagt man den Beschäftigten, ihr müsst den Gürtel enger schnallen, schon vor den Kollektivvertragsverhandlungen. Da können die Beschäftigten nur antworten, wir haben keinen Gürtel mehr, den haben wir schon aufgegessen. Also Entschuldigung, dass die Inflation ein Problem ist, das bestreitet ja niemand, aber da sind jetzt einfach mehrere Dinge in einen Topf geschmissen worden. Die Frage zum Klimabonus für Asylwerber ist natürlich keine Symbolpolitik, sondern am Ende des Tages geht es um eine Frage der Gerechtigkeit. Ist es gerecht, dass Menschen, die möglicherweise gar nicht in Österreich bleiben und hier erst wenige Monate sind, noch nichts ins System einbezahlt haben, ist es gerecht, dass die einen Klimabonus ausbezahlt bekommen? Und meine Meinung ist ganz klar, nein, das ist es nicht. Es ist zutiefst ungerecht. Und die Inflation, die Teuerung, natürlich sind das Herausforderungen, die es zu bewältigen gibt. Das redet überhaupt niemand klein. Aber es passiert genauso gut auf Bundesebene wahnsinnig viel, um dem etwas entgegenzusetzen. Und ja, ganz ehrlich, man kann immer darüber diskutieren, was man noch mehr machen könnte. Aber von einem Vertreter von der SPÖ erachte ich es langsam wirklich für lächerlich, dass man sich ständig jedes Mal darüber agitiert, über die Inflation und die Teuerung und in den eigenen Verantwortungsbereichen überhaupt nichts zustande bringt, nichts weiterbekommt. Ganz im Gegenteil in Wien. Das Einzige, was die SPÖ auf Bundesebene zustande bringt, ist ein Misstrauensantrag gegen die Regierung. Entschuldigung, was bringt das irgendwem im Kampf gegen die Teuerung?
Jetzt bin ich sehr erstaunt, dass Sie sofort bei der SPÖ sind, wo wir eigentlich über die CO2-Besteuerung geredet haben. Ja, Sie sind ja SPÖ-Mitglied. Wir reden jetzt über die CO2-Besteuerung und über die Debatte in Ihrer Partei, ganz offensichtlich, wenn das stimmt, dass man wegen 4 Cent pro Liter... Ja, ich weiß ja nicht, in welchem Ausmaß in der Partei real darüber diskutiert wird, ja, wenn 3 Leute quasi... das kann ich nicht genau beurteilen, aber wegen 4 Cent pro Liter eine Koalition in Frage stellt, durch eine Regierung, und das können Sie ja sozusagen quasi nicht einfach wegreden, die durchrauschen hat lassen eine Inflation bis in die Höhe von 9,6%. Wir sind das drittschlechteste Land in Europa, was die Inflation betrifft. Wir sind das drittschlechteste, was die Wirtschaftswachstum betrifft. Das ist die Bilanz Ihrer Regierung. Ja? Da können Sie jetzt nicht daherkommen und sagen, sozusagen, aber die Asylbewerber kriegen auch einen Klimabonus. Das ist wirklich nicht das Zentrale für die Leute, die nicht mehr wissen, wie sie ihre Rechnungen bezahlen sollen. Die Leute haben das Gefühl, die Menschen haben ein Empfinden der Unsicherheit und wünschen sich einen schützenden Staat. Und dafür braucht es eine ordentliche Regierung und Regierungspolitik. Und die hat Ihre Regierung nicht gemacht. Dafür hat es Vorschläge gegeben für eine solche Politik. Von der SPÖ, aber nicht nur, von vielen Fachleuten auch, im Hinblick auf, wie man die Energieauftrieb der Preise stoppen kann, schon im ganzen vorvergangenen Jahr oder vergangenen Jahr eigentlich, muss man sagen. Dann hat es gebraucht bis Dezember, bis man einen kleinen Strompreisbremse hinkriegt hat. Ja, man hat monatelang die Mieten durchrauschen lassen, obwohl Leute vom Wirtschaftsforschungsinstitut, die alle Experten dieses Landes gesagt haben, da muss man eingreifen und das deckeln. Nichts davon ist passiert und dann macht es ein Theater um 4 Cent bei einer CO2-Bepreisung. Ich sage nicht, dass man die CO2-Bepreisung vielleicht nicht aussetzen soll. Meinetwegen, es ist nicht ein zentraler Punkt. Ja? Nur diese Absurdität und diese Unvernunft und diese Irrwitzigkeit, dass man über 4 Cent diskutiert, während man die große Inflation durchrauschen lässt, das ist Symbolpolitik und nur Theaterdonner. Ja, das kann man so einfach nicht stehen lassen, dass Sie mit der Regierungspolitik an sich nicht einverstanden sind. Gut, ich glaube, das verwundert niemanden. Aber wir sollten uns doch schon einig sein, dass jede zusätzliche Belastung angesichts der Teuerungen einfach jetzt vermieden werden sollte. Aber das sagt er ja eh, dass er grundsätzlich und auch für unabhängig mich... davon, unabhängig davon ist es ja genauso evident, dass es gleichzeitig auf Bundesebene viele andere Maßnahmen gibt, die getroffen werden im Kampf gegen die Teuerungen. Angefangen von einem Mietpreisdeckel, für den Sie sich ja selbst auch immer wieder ausgesprochen haben. Also ich nehme mal an, das dürften Sie begrüßen. Angefangen von Maßnahmen wie der Abschaffung der kalten Progression, wo den Leuten am Ende des Tages mehr überbleibt. Also da gibt es ja, ich erspare Ihnen jetzt noch einmal alle Maßnahmen aufzuzählen, weil Sie werden es genauso gut wissen wie ich. Aber es ist ja nicht so, als ob da nichts passieren würde. Und jetzt geht es einfach darum, dass man sich anschaut, ob man zusätzliche Steuern wie eine CO2-Bepreisung, ob es wirklich notwendig ist, das den Leuten jetzt aktuell auch noch umzuhängen. Und ich bin der Meinung, nein, ist es nicht. Ja, der Meinung kann man ja sein, es ist nur absurd überhaupt in Frage. Ich meine, es gibt 1000 Gründe, warum man diese Regierung in die Luft sprengen kann und warum sozusagen quasi die Regierungspartner der Meinung sein sollten, dass es nicht weitergeht. Aber 4 Cent pro Liter sind es sicherlich nicht. Wir kommen später in einem zweiten Teil eh auch noch auf die SPÖ zu sprechen, die Sie angesprochen haben. Aber trotzdem, das, was der Robert Miesig da angesprochen hat, das sind ja Fakten, dass wir tatsächlich bei der Inflation Spitzenreiter sind nach wie vor. Sie wissen, das letzte Monat hat wieder einen Anstieg gezeigt, dass wir auch beim Wirtschaftsabschwung leider ganz vorne dabei sind. Und ist auch ein Fakt und natürlich auch die Warnung von Wirtschaftsforschern, dass Österreich sich besonders schwer tun könnte in den nächsten Monaten. Zeigt das nicht, dass ja, die Regierung hat sehr, sehr viel Geld ausgegeben, aber dass sie vielleicht teilweise nicht die richtigen Maßnahmen setzt? Naja, so würde ich das nicht sehen. Ich glaube schon, dass es einige Maßnahmen gegeben hat, und das habe ich immer wieder in der Vergangenheit gesagt, die zu sehr an eine Gießkanne erinnert haben und wo das Geld einfach zu willkürlich verteilt wurde. Zum Beispiel den 500-Euro-Klimabonus nur als Beispiel im letzten Jahr zu nennen. Das sehe ich schon noch so. Aber auf der anderen Seite passieren ja sehr, sehr viele strukturelle Maßnahmen, wie eben die Abschaffung der kalten Progression, wo es wirklich darum geht, auch langfristige Änderungen vorzunehmen. Und dass uns diese Frage und dieser Kampf gegen die Teuerungen weiter begleiten wird und dass auch die Regierung gefordert sein wird. Ich glaube, das ist jedem klar und das streite ich selbst auch überhaupt nicht ab.
ich halte noch nichts davon, dass von anderen Parteien und auch von der SPÖ ständig dieser Schrei kommt nach mehr und ständig nur die substanzlose Kritik. Wobei es natürlich auch in anderen Verantwortungsbereichen, auch auf Landesebene, nicht nur in Wien, auch in anderen SPÖ-geführten Bundesländern, genauso Maßnahmen gäbe, um Menschen zu entlasten. Und ich bin schon der Meinung, dass es eine Frage ist, welche Politik man jetzt aktuell an den Tag legt. Und man kann natürlich immer weiter Menschen belasten mit zusätzlichen Steuern, mit zusätzlichen Abgaben, mit Kanalgebühren in Wien, mit einer Landesabgabe in Wien und so weiter und so fort. Oder man entschließt sich einfach dazu, die Menschen zu entlasten. Dass es auf Bundesebene genauso Maßnahmen braucht, ist natürlich eh klar. Aber ich halte nichts von dieser wirklich heuchlerischen Kritik, dass man ständig nur mit dem Finger auf den Bund zeigt, aber selbst überhaupt nichts weiterbringt. Robert, jetzt müssen wir schon darauf eingehen, weil natürlich jetzt hat auch zuletzt der SPÖ-Bundesparteichef Andreas Babler gesagt, er hätte das tatsächlich mit den Mieten in Wien anders gemacht. Das ist ein Kritikpunkt, der kommt von der ÖVP, von der FPÖ, aber natürlich auch von Bürgern. Gemeindebauten zum Beispiel in Wien könnten im Unterschied zu anderen Wohnungen natürlich von Wien selbst, also von der Landesregierung, die Erhöhungen, die es gegeben hat, gestoppt werden oder man hätte es schon stoppen müssen. Ist das dann nicht tatsächlich ein Problem der Glaubwürdigkeit, wenn man es selber nicht macht und den anderen vorwirft, warum sie es nicht machen? Es ist ein Problem der Glaubwürdigkeit, das ist es ja objektiv. Die Frage ist, ist es mit Recht ein Problem der Glaubwürdigkeit? Da kann man, glaube ich, drüber diskutieren. Grundsätzlich ist es natürlich, das sollte man nicht ganz jetzt weglassen, die Aufgabe, Gesetze, für die in einem Land als Ganzes gelten, zu machen und Regelungen zu beschließen, ist schon die des Bundes. Ja? Also sozusagen, wenn der Bund quasi schlampt und nicht eine Mietpreisbremse beschließt, sondern beschließt, man lässt das so durchrauschen, wie man das quasi, wie das formal geregelt ist. Ja? Das ist ja eine formale Regel, dass die Mieten in Österreich entlang der Inflation steigen. Das war lang kein Problem, wenn man sich gedacht hat, man hat eben 2% Inflation und wird halt dann ein Problem, wenn man 9,6 hat. Da ist schon der Bund gefordert, eine notwendige, bessere Lösung zu finden. Da kann man nicht sagen, wir sind zwar unfähig, eine bessere zu finden, aber in Wien sollen sie das aus sich aus besser machen. Ja, das ist ein bisschen heuchlerisch. Ja? Das ist das eine. Das Zweite ist natürlich, dass, da gebe ich Ihnen ja auch generell recht, dass wir in dieser sehr heiklen und gefährlichen ökonomischen Situation, wo wir ein Problem mit dem Wachstum haben, wo die Leute ein Problem haben, überhaupt ihre Rechnungen zu bezahlen, wo wir andererseits jetzt eine sehr hohe Hochzinspolitik der Europäischen Zentralbank haben, die auch vieles wiederum verteuert. Und gleichzeitig haben wir eine Inflation von 9,6%, die natürlich für jede Gebietskörperschaft die Preise in die Höhe treibt. Also sowohl auch für Bau, für Renovierungen, für Lohnkosten und so weiter. Das trifft ja jetzt nicht nur Unternehmen, sondern auch Gebietskörperschaften, wie zum Beispiel die Stadt Wien, ohne Zweifel, ja, dass man damit in eine heikle Situation kommt. Und vor allem, wenn man auch der Meinung ist, man hat, was hat man in Wien, 250.000 Gemeindebauwohnungen und ich glaube ähnlich viele im gemeinnützigen Wohnbau, wo man ja auch der Meinung ist, mit Recht, wir müssen mehr bauen, damit wir nicht noch eine weitere Wohnungskrise bekommen. Und außerdem hat man viele Gemeindebauten, die man renovieren muss, dass man sagt, man braucht dieses Geld auch angesichts der Inflation, die zugelassen worden ist, um überhaupt seinen Aufgaben entsprechen zu können. Das kann ich nicht beurteilen. Ja, das muss man sich anschauen. Da sollten die Verantwortlichen in der Stadt Wien auch mal klar kommunizieren. Ist das so? Was würde passieren, wenn man die Mieten im Gemeindebau eben sozusagen nur um 1,5% erhöht, wo ist dann quasi ein Loch, das man hat und das sozusagen unangenehme Folgen hat, für die Renovierung zum Beispiel oder für den Neubau. Das sind natürlich alles heikle Fragen, das ist alles richtig, also heikel im Sinne von komplex, über die vernünftig diskutiert werden sind. Da hat sie recht, also sozusagen das wäre auch die Aufgabe der Stadt Wien, klar zu kommunizieren, warum sie das so macht, wie sie es macht. Also noch zwei Sätze zu Wien. Es ist wirklich, glaube ich,
kein Thema, dass Wien ein Einnahmenproblem hat. Also die Stadt Wien hat sicher vieles, aber kein Einnahmenproblem. Und dieses Argument seitens der SPÖ, wir brauchen an jeder Ecke eine zusätzliche Abgabe, ein zusätzliches Körpergeld, das wir den Wienern irgendwo draufschlagen, egal ob es im Bad ist, bei den Gräbern, beim Parken, egal wo man hinschaut, in Wien, überall wird wo was draufgeschlagen. Und das Argument, man braucht das, wenn man sonst die Leistungen seitens der Gemeinde nicht finanzieren kann, das ist absurd. Ich bin gestern im Wiener Landtag gestanden, wo mir der Finanzstadtrat erklärt hat, dass er dringende Einnahmen braucht, um aus der ORF-Landesabgabe, um die Altstadterhaltung zu finanzieren, obwohl wir wissen, dass in den vergangenen Jahren nur 14% der Einnahmen in die Altstadterhaltung geflossen sind und damit mit dem anderen Geld 10 Millionen Euro Rücklagen gebildet wurden. Das ist jetzt ein totales Detail, ja, brauchen wir jetzt nicht diskutieren, weil ich bin mir sicher, auch der Großteil in die Kulturförderung geflossen, was ja an sich okay ist. Dann kann man jetzt die Frage stellen, der Altstadterhaltung und den neuen Medien zugutekommen, und das ist nur in einem Bruchteil geschehen. Und dann erklärt man mir aber, dass man diese Einnahmen trotzdem unbedingt drinnen braucht. Das ist absurd. Das ist eine derartige Augenauswischerei. Und zum Beispiel auch dieses Argument ständig mit der Sanierung der Gemeindebauten. Ja, Entschuldigung, das diskutieren wir ja seit Jahrzehnten in Wien, aber sie werden einfach nicht saniert. Die Gemeindebauten, wir sind so weit hinten nach im Sanierungsplan. Ja, sicher sind wir weit nach. Ja, sicher. Aber zu sagen, es passiert überhaupt nicht, ist ja auch einfach praktisch falsch. Es passiert viel zu wenig und viel zu langsam. Und das Argument, dass man aus diesem Grund heraus ständig den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen muss, das kann ich nicht nachvollziehen. Es gibt natürlich sehr wohl Dutzende Möglichkeiten, wo die Stadt Wien auf zusätzliche Einnahmen verzichten könnte, um die Wiener zu entlasten. Und es ist schon, das möchte ich schon dazu sagen, es ist schon wirklich mehr als dreist, wenn man ständig alle Maßnahmen seitens des Bundes, um Menschen zu entlasten, schlecht redet, wo der Bund versucht, den Leuten mehr in der Tasche zu lassen und Wien auf der anderen Seite überall wieder Gebühren und Abgaben draufschlägt. Und dann stellt sich die SPÖ hin und sagt, um Gottes Willen, der Bund macht warum soll wenig. Das dreist sein? Obwohl man im eigenen Verantwortungsbereich den Leuten nur das Geld aus der Tasche zieht. Das ist wirklich nur scheinheilig. Frau Sachs-Lehner, das ist jetzt dreist. 9,6% Inflation hat der Bund zugelassen durch Unterlassen von Maßnahmen, die es zumindest, ich sagte ja kein Mensch, dass wir keine Inflation hätten, aber die es zumindest reduziert hätten. Ja, das ist mir völlig klar. Ja? Also daran ist überhaupt nichts dreist, zu sagen, dass da ein Fehler gemacht worden ist. Ja? Und die Bilanzierung von Wiener Wohnen kann man sich sicher im Detail anschauen. Ich gehe mal grundsätzlich davon aus, ohne ein großer Experte jetzt wirklich für die Bilanzierung zu sein, dass Wiener Wohnen halt knapp über kostendeckenden Mieten einnimmt, sodass relativ wenig für die Renovierung überbleibt. Das ist natürlich eine Art von Zielkonflikt. Ja? Wenn ich mehr einnehme, kann ich mehr renovieren. Wenn ich weniger einnehme, kann ich weniger Dings. Und dieses Problem muss man diskutieren. Schauen Sie, in Niederösterreich hat jetzt, da regiert ja die ÖVP mit der FPÖ, hat man jetzt den gemeinnützigen Wohnungsbau eingestellt, weil er sich eben nicht mehr kostendeckend ausgeht. Und da gibt es gesetzliche Regelungen, dass die gar nicht planen dürfen, wenn es nicht mehr kostendeckend ausgeht. Ja? Löst dieses Problem. Ja, ich weiß ja schon, es ist ein Zielkonflikt immer. Ja? Das würde bedeuten, dass man entweder die Regeln für den gemeinnützigen Wohnungsbau in Niederösterreich ändert oder die Wohnbauförderung, die Mittel der Wohnbauförderung aufstockt oder durch Bundeszuschüsse noch was dazu tut. Das Ergebnis, was in Niederösterreich gewählt worden ist, ist, dass man jetzt überhaupt nicht mehr baut, weil man es nicht mehr finanzieren kann. Das ist jetzt auch nicht eine so super Lösung, will ich Ihnen ehrlich gesagt, und die würde ich mir für Wien nicht wünschen wollen, dass wir jetzt den gemeinnützigen Wohnbau einstellen, weil das Geld fehlt, angesichts der Inflation, die ja jetzt nicht nur heißt, sozusagen, das heißt ja in dem Fall höhere Finanzierungskosten, Zinsen, es heißt aber in dem Fall auch höhere Baukosten. Das sind ja alles reale Probleme, mit denen man vernünftig umgehen muss und nicht populistisch, indem man irgendwelche Geschichten erzählt. Wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause. Danach kann Laura Sachs-Lehner natürlich darauf antworten. Und dann reden wir aber auch weiter, warum die Bundesländer zum Beispiel bei den Energiekonzernen, die in landeseigener Hand sind, nicht selber stärker eingreifen. Und ob das vielleicht Teil des Problems ist, dass alle Regierenden derzeit ein Problem haben und die FPÖ vielleicht deswegen in den Umfragen auf Platz 1 ist. Gleich nach der Pause geht's weiter. Bleiben Sie dran. Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zurück zum zweiten Teil unseres heutigen Freitagsduells, heute mit Laura Sachslehner von der ÖVP und andererseits Robert Miesig, quasi von der SPÖ. Er ist SPÖ-Mitglied, also ja. Von der SPÖ ja, ist er natürlich reden. Nicht. Er ist eher absolut. Man muss die SPÖ da sogar in Schutz nehmen, also die wird vielleicht auch nicht alles mögen, was ich sage. Das könnte sein. Er ist auch immer wieder kritisch über die SPÖ, aber wir können ja auch die Laura Sachslehner kritisch zur ÖVP reden lassen. Nein, aber grundsätzlich, wir haben ja den zweiten Teil schon über das ganze Wohnen und die Wohnproblematik. Sie haben der SPÖ Wien da einiges auch vorgeworfen, dass der Scheinheiligkeit sei ein anderes Thema, das die Bundesländer auch betrifft. Sie können noch antworten, was vor, aber eine Frage noch, was die Bundesländer auch betrifft, sind die Energiepreise. Warum betrifft es die Bundesländer, weil eigentlich die meisten auch in landeseigener Hand sind, egal ob es die Wien-Energie ist oder auch in Niederösterreich. Warum greifen denn da die Bundesländer nicht stärker ein? Weil das sind zum Beispiel, das weiß man, das sind Treiber der Inflation, diese Energiepreise. Und das ist natürlich etwas, das die Menschen extrem frustriert und teilweise auch über Gebühr belastet. Ja, das stimmt, das frustriert die Menschen wirklich. Ich bekomme das auch in Wien mit, wie viele Leute total verzweifeln, wenn sie Nachzahlungen jetzt bekommen in der Höhe von mehreren tausend Euro für zum Teil 40 Quadratmeter Wohnungen, was überhaupt nicht nachvollziehbar ist. Ja, auf Bundesebene ist da ja schon einiges beschlossen worden. Trotzdem kann man natürlich darüber diskutieren, was auf Bundesländerebene da noch zu tun wäre. Ich glaube, um es auf den Kern der vorigen Frage auch runterzubrechen, es ist alles eine Frage der Glaubwürdigkeit. Und auch zu dem, was der Herr Kollege Miesig gesagt hat, am Ende des Tages ist bei all diesen Punkten einfach eines klar, dass die SPÖ als die großen Kritiker all der Maßnahmen, die da seitens der ÖVP auf Bundesebene beschlossen und vorangetrieben werden, nicht glaubwürdig ist. Das fängt an beim Thema der Teuerung, es fängt aber auch zum Beispiel an bei Fragen wie der 32-Stunden-Woche. Ich meine, da wird seitens der SPÖ ganz groß die 32-Stunden-Woche gefordert, aber der Herr Babler schafft es nicht als Parteichef, das in seiner eigenen Bundespartei umzusetzen. Also es zieht sich ein roter Faden durch. Man zeigt jedes Mal mit dem Finger auf die anderen und in den eigenen Verantwortungsbereichen, wurscht, ob das in der eigenen Partei ist, im eigenen Bundesland, egal wo, bringt man es selber einfach nicht zustande und bringt nichts auf den Weg. Und ich glaube auch, dass das einer der Gründe ist, warum die Leute natürlich extrem gefrustet sind von der Politik. Das mit den Energiepreisen ist auch in Wien ein großes Thema. Da hat eine Wienerin vor kurzem auf Twitter auch ihre Rechnung gepostet, wo sie für eine 80 Quadratmeter Wohnung 10.000 Euro zahlen sollte, nachzahlen offenbar. Die Wien Energie hat dann geantwortet, sie werden dem Ganzen nachgehen. Ob da jetzt ein Fehler vorliegt oder nicht, wissen wir nicht. Aber Fakt ist, dass es da auch bei der Fernwärme, Gas so und so enorme Belastungen gibt, die natürlich nicht ausgeglichen werden durch die Zahlungen, die auch die Stadt Wien extra gemacht hat, weil das natürlich viel, viel höher ist, die insgesamte Rechnung, die die Menschen zu tragen, als das, was da gezahlt wurde, egal ob vom Bund oder vom Land, in den meisten Fällen. Es gibt einzelne, wo, warum greift da Wien nicht stärker ein? Erst einmal muss man sagen... Das ist eine 100%-Tochter, die Wien-Energie. Ja, aber da muss man erst einmal Dinge auseinanderhalten. Erst einmal, wenn die Wien-Energie die einen Rechnung nachgeht, da vielleicht ein Fehler ist, dann ist das ein Fehler. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, dass natürlich die Energieversorger, insbesondere diejenigen, die sozusagen selbst nicht produzieren, und da gehört natürlich Wien auch, Wien-Energie, schon selbst produzieren, aber durch Gas. Ja? Hat halt nicht so viele Wasserkraftwerke, logischerweise, wenn wir halt nicht nur eine Stadt sind und nicht Vorarlberg. Da sind die Weltmarktpreise massiv auf die Wien-Energie umgeschlagen. Wenn ich mich recht informiert habe, hat Wien auch Anteile an der Verbund. Also das ist wieder, das ist dann alles ein bisschen kompliziert noch. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass die Weltmarktpreise alle Energieversorger vor große Probleme gestellt haben, völlig klar, und die Preise nach oben getrieben haben. Deswegen war ja auch der Vorschlag oder sozusagen die Forderung verschiedenster Wissenschaftler, global auch, aber auch in Österreich, und es wurde ja dann wenigstens beim Strom
durchgeführt, dass man eine Art von Energiepreisdeckel braucht, der im Notfall, wenn es nicht anders geht, ja durch Subventionierung aus dem Budget eines Teils des Verbrauchs bezahlt werden muss. Die Bundesregierung hat sich dafür entschlossen, dass man das jenseits von Strom nicht macht. Ja? Das war eine Entscheidung der Bundesregierung. Ja? Das heißt jetzt nicht, dass die Wien Energie vielleicht, keine Ahnung, ob sie sozusagen zu so hohen Preisen vollends gezwungen ist, aber das ist sozusagen mal schon der Kern der Problematik. Der Kern der Problematik ist, dass natürlich man in so einer Situation eine vernünftige Wirtschaftspolitik braucht und eine Wirtschaftspolitik von denjenigen, die es entscheiden können, und das ist nun mal die Bundespolitik in Österreich, den Leuten die Gefahren und die Unsicherheiten abzunehmen. Deswegen hat man ja gefordert, monatelang, ja, ich meine, ich habe es ja hier sozusagen quasi einmal den Mund fußlich geredet, einen Energiepreisdeckel entlang der Vorschläge, wie sie Wissenschaftler wie Isabella Weber gemacht hat. Man hat ewig gebraucht, bis dauernd hat sie gesagt, das machen wir nicht. Irgendwann mal hat die Bundesregierung gesagt, man macht es wenigstens beim Strom und so weiter und so fort. Ja, natürlich ist es eine wahnsinnig schwierige Situation, wie gesagt, und man hat irgendwie an jeder Stelle Zielkonflikte. Ja. Es ist natürlich auch durchaus fragwürdig, wie lange sich eine Gesellschaft leisten kann, Strom zu subventionieren. Wir haben die gleiche Diskussion, die jetzt wahrscheinlich auch in Österreich kommt, um die Industriepreissubvention, damit nicht unsere Industrie quasi wettbewerbsunfähig wird, wenn es weiter hohe Energiepreise gibt. Das sind natürlich schwierige, komplexe wirtschaftliche Fragen, die, das ist die einzige Hoffnung, die ich habe, sich insofern von selber lösen hoffentlich, insofern sich die Energiepreise wieder auf einem normalen Niveau, vielleicht nicht von früher, aber doch in der Nähe der Energiepreise von vor der Krise einpendeln, weil dann haben wir das Problem irgendwann mal los. Ja. Das ist halt schon ein Thema, wo auch sehr, sehr viele Experten sagen, sagt ja auch ÖVP-Bundeskanzler Nehammer, dass der Haupttreiber dieser Inflation die Energiepreise sind. Jetzt haben andere Staaten, inklusive der Schweiz, die quasi kein kommunistisches Land ist, da schon auch viel stärker in den Markt eingegriffen als Österreich. Warum wurde da eben nur beim Strom eingegriffen? War das im Nachhinein gesehen nicht ein Fehler? Naja, man muss dazu sagen, dass all die Maßnahmen, die getroffen wurden, auch die Strompreisbremse und vieles andere, ja immer in Abstimmung und in enger Zusammenarbeit mit unterschiedlichsten Experten erfolgt. Also man muss ja dazu sagen, dass dieser Kampf gegen die Teuerungen ja nicht einfach daraus besteht, dass sich Politiker zusammensetzen und sich überlegen, was für sie parteipolitisch jetzt am lustigsten ist, sondern dass natürlich da laufende Abstimmungen seitens des Finanzministeriums, des Bundeskanzleramtes mit Experten stattfindet und dass man halt, je nachdem wie die Lage ausschaut, versucht, Maßnahmen zu treffen, die möglichst treffsicher sind. Aber Experten haben zu Deckel und zu Eingriff geraten. Und teilweise ist das ja auch passiert. Man kann natürlich immer darüber sprechen, wo wird man es in Zukunft vielleicht noch brauchen, wo muss man noch zusätzlich etwas machen. Ich glaube nur, dass es verkürzt wäre zu sagen, da ist in der Vergangenheit einfach viel zu wenig passiert und da hat man irgendwas übersehen, weil so einfach ist es natürlich nicht. Und zwei Sätze noch zur Wiener Energie, weil Sie haben gesagt, das sind schwierige, komplexe, herausfordernde Fragen im Zusammenhang mit der Wiener Energie und da gebe ich Ihnen recht. Und da muss man schon dazu sagen, dass wir natürlich im vergangenen Jahr rund um den Skandal bei der Wiener Energie auch gesehen haben, dass es da einfach totales Missmanagement gibt, dass da verantwortungslos gehandelt wird. Wir haben uns jetzt gerade im Gemeinderat ein ganzes Jahr lang mit der Wiener Energie auseinandergesetzt und mit dem, was da passiert ist und warum der Bürgermeister einfach der Meinung ist, auf Knopfdruck Milliarden Euro an Sicherheiten zur Verfügung zu stellen. Aber das, was für die Menschen, glaube ich, tatsächlich das ist, was belastend ist, wenn es um die Wiener Energie geht, und Sie haben das angesprochen mit dieser Nachzahlung, die getwittert wurde mit den 10.000 Euro, dass einem viele, viele Menschen in Wien berichten, dass man zuerst von der Wiener Energie Nachzahlungen bekommt in der Höhe von 10.000 Euro. Und wenn man dann anruft und mit der Wiener Energie diskutiert, dann kann man sich vielleicht was ausverhandeln, dann wird es vielleicht wieder reduziert, andere zahlen es dann wieder einfach trotzdem. Also de facto geht es einfach zu wie am Basar. Und das ist natürlich etwas, was untragbar ist und was verständlicherweise die Leute aufregt. Das bringt mich zu dem, was ich quasi vor der Pause angekündigt habe, nämlich den Umfragen. Wir wissen, dass je nach Umfrage sind sie noch stärker. Bei uns liegen sie jetzt in der Lazarsfeld-Umfrage bei 28%, aber in allen Umfragen liegt die Freiheitliche Partei auf Platz 1.
kann das quasi nicht nur daran liegen, dass Schwarz-Grün oder Türkis-Grün das Vertrauen im Großen und Ganzen bei vielen verloren hat, sondern dass man eben auch der SPÖ das nicht zutraut, dass sie es anders macht, weil eben die ganze Zeit diese Debatten auch rund um Glaubwürdigkeit, Scheinheiligkeit laufen? Ja, aber das mag eine Rolle spielen. Ich würde aber nicht sagen, dass es so ein zentraler Punkt ist, aber es mag sicherlich eine Rolle spielen, dass diese Debatten laufen und dass man vielleicht besser sein könnte, die Dinge zu erklären und vielleicht sogar ein paar Sachen besser machen könnte, ohne Zweifel. Ja. Die zentrale Aufgabe von Politik generell und was sozusagen heißt, Vertrauen wieder zu gewinnen, ist zwei Sachen zu adressieren. Erstens mal das unglaubliche Unsicherheitsgefühl in der Bevölkerung. Und zwar, das ist ja bei Unsicherheit, die ja heißt sozusagen materielle Unsicherheit, kann ich meine Rechnungen künftig noch bezahlen, aber auch Statusunsicherheit geht es eigentlich mit mir bergab. Sozusagen. Mhm. Das hast du ja auf allen Ebenen, weil sozusagen im Unterschied zu eklatanter Armut und der Ungleichheit und so weiter, die generell herrscht, ist ja so etwas wie Unsicherheit. Das kann ja die ganz Armen haben, da ist natürlich stellt sich ja ganz andere Frage, was das da heißt für dich, aber in der unteren Mittelschicht genauso, die gehobene Mittelschicht und sogar die mittlere Mittelschicht und sogar die gehobene Mittelschicht, die sich die Frage stellt, kann ich mir die Zinsen von meinem Haus, das ich mir gebaut habe, noch leisten? Das heißt, du hast auf allen Ebenen diese Unsicherheit und Menschen haben nicht das Gefühl, dass du eine politischen Akteure, sei das jetzt in der Regierung, sei es aber auch in der Opposition, hast, die darauf eine klare Antwort haben, die sozusagen, damit kann ich vertrauen, wenn ich die will, dann habe ich das, was ich jetzt brauche, nämlich einen schützenden Staat, der gegen diese Unsicherheiten schützt. Ja. Das ist, glaube ich, die Aufgabe, die sich die Sozialdemokratie, wenn ich jetzt für die spreche, stellen muss, da ganz klar zu sein, dass diese Zuschreibung wieder stärker wird. Ja. Da hat er natürlich einige Meter gemacht in dieser Glaubwürdigkeit, dass man nicht abgehoben ist, indem Andreas Babler gewählt hat mit diesen Zuschreibungen, einer von uns, keiner von denen da oben, einer, der integer und geerdet ist. Ja? Aber man braucht dann, glaube ich, sicherlich noch sozusagen einige Meter zu gehen, damit man ihm und seinem Team, das muss ja dann auch erstmal entstehen, zuschreibt, ja, und die Probleme, vor denen wir im Land sind, ist bei dem und seinen Leuten, die sind in der richtigen Hand und bei den richtigen aufgehoben. Ja? Solange man das nicht hat und bei der Regierung nach der Performance, die kann das eh nicht mehr herstellen, wird die Wut regieren und die Emotion der Leute regieren und durch die Wut gewinnt die FPÖ, das ist ganz klar. Mhm. Dass viele Menschen wütend sind, merkt man, das haben Sie ja auch schon angesprochen. Diese Umfragen zeigen schon, dass sich dieser Trend jetzt einzementiert. Wir hatten diese Situation ja schon einmal 2016/17, muss man dazu sagen. Da lag die Freiheitliche Partei damals auch schon über sehr viele Monate auf Platz 1. Das war damals nach der Flüchtlingskrise. Jetzt diese Ängste. Nach der jüngsten Lazarsfeld-Gesellschaft-Umfrage würde eben die FPÖ oft mit 28% auf Platz 1 liegen, die SPÖ käme demnach auf 25% und die ÖVP auf 22%. Können, also in dem Fall die SPÖ, frage ich nachher den Robert Miesig, aber kann die ÖVP das aus ihrer Sicht überhaupt noch drehen? Ich glaube schon, dass das geht, aber natürlich ist die Situation alles andere als rosig. Also wurscht, ob es jetzt Umfragen gibt, wo die ÖVP gerade auf Platz 3 oder manchmal auf Platz 2 ist, das hat sich jetzt immer wieder abgetauscht in den letzten Wochen. Aber es zeigt, dass das alles in der Schwankungsbreite ist in Wirklichkeit. Ist ja völlig unbenommen, ist natürlich alles nicht zufriedenstellend. Und die Tatsache, dass die FPÖ so stark in den Umfragen ist, die Tatsache, dass die FPÖ bei knapp 30% in den Umfragen ist, ist natürlich nicht zufriedenstellend und muss uns nicht nur zu denken geben, sondern bedeutet natürlich, dass auch die ÖVP gefordert ist, da etwas zu tun. Da spielen sicher eine Reihe von unterschiedlichen Faktoren eine Rolle für diese Umfragen. Aber klar ist auch, natürlich hat die ÖVP Fehler gemacht, sonst gäbe es diese Umfragen nicht. Ist für mich klar. Trotzdem bin ich zuversichtlich und gehöre schon zu denen, die optimistisch sind und sagen, bis zur Nationalratswahl ist noch ein Jahr. Und ich glaube schon, dass man diesen Trend auch wieder ändern kann, indem man am Ende des Tages natürlich klar kommuniziert, wofür wir stehen. Und die Frage ist natürlich, welche Art von Politik die Menschen am Ende des Tages haben wollen.
ob man wirklich einen Herbert Kickl als Bundeskanzler möchte. Das glaube und hoffe ich nicht. Und es ist jeder gut daran beraten, dafür zu arbeiten, dass das auch nicht passiert. Mhm. Robert, da jetzt zurück zur SPÖ. Also objektiv gesehen sind ja sehr viele Themen derzeit brisant, die eigentlich ursozialdemokratische Themen sind. Also einerseits diese Zukunftsängste, dann quasi Gerechtigkeitsfragen, die Teuerung, dann vielleicht, wenn die Rezession steigt, Arbeitsplatzverlust oder Sorge davor. Trotzdem, dann hat man mit dem Andreas Babler einen, wie du sagst, der quasi das von Anfang an anspricht. Trotzdem scheint das nicht durchzukommen. Liegt das daran, dass die SPÖ einfach zu zerrüttet ist oder woran liegt das? Also ich weiß erst einmal nicht, ob man nicht durchkommt. Ich meine, es wird jetzt ein bisschen, wenn ich alle Zeitungen aufschlage und die Kommentare, wird Babler sozusagen auf allen Ebenen schon runtergeschrieben, auf den verschiedenen, von den verschiedensten Motiven. Dann hast du sozusagen quasi auch die ganz naheliegenden, leicht durchschaubaren Kampagnen, sozusagen Leute, die sozusagen Milliarden in Stiftungen liegen haben, sind gegen die Vermögens- und Erbschaftssteuer. Aber es gibt halt auch eigene Parteifreunde, die ja, das dauernd haben. Ja, ich wollte sozusagen sagen, und gleichzeitig hast du eine Situation, wo die Umfragen nicht sehr wahnsinnig aussagekräftig sind. Also wir haben ja jetzt diese, du hast ja angesprochen, Lazarsfeld-Umfrage von gestern. Wir haben auch die UGM-Umfrage, die sind relativ ähnlich. Dann hast du wieder eine ganz andere Umfrage, wo die FPÖ ganz weit vorne läge. Mhm. Also wir wissen es einfach nicht und es deutet ja jetzt schon einiges darauf hin, dass sozusagen seit der Wahl von Babler, die ja sozusagen quasi, das war ja nicht eine einfache Situation und da lag man ja sozusagen bei 20%, so Schritt für Schritt weiterkommt. Also in eurer Umfrage sogar bei 25, das wäre ja toll. Weiß ich nicht, ob es stimmt, ja, das wissen wir alle nicht, vielleicht sind es auch nur 23. Noch einmal, das, ja, ist, ja, alles genau. das ist alles in der Schwankungsbreite. Aber gleichzeitig wird die politische Debatte, wir wissen alle, es ist Kaffeesudleserei und gleichzeitig wird die politische Zuschreibung, ist jemand erfolgreich oder nicht erfolgreich durch den Kaffeesud beeinflusst, ja, das ist ja eigentlich eine paradoxe Situation, aber ich möchte auch ganz offen auf das antworten, was du sagst. Ja, es ist natürlich eine Situation, die für die SPÖ an sich gut wäre und auch gut ist. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass dieses Schritt für Schritt nach oben kommen nicht bloß in der Schwankungsbreite ist, aber die Situation ist jetzt so, ich wiederhole es nochmal, was die Leute jetzt wirklich interessiert, ist ihr Gefühl der Unsicherheit, dass das weg muss. Ja? Dieses Gefühl der Unsicherheit frisst sich in unsere ganze Gesellschaft hinein. Und was die Menschen jetzt wollen, ist ein schützender Staat. Das muss man aber natürlich auch die Politik insofern beeinflussen, als man sich die Frage stellen muss, ist jetzt die Konzentration auf Vermögensteuern die wirkliche Debatte, die wir brauchen? Ja? Natürlich wirst du Vermögensteuern brauchen, um die Finanzierung für das, was notwendig ist, einen schützenden Staat zu etablieren, hinzukriegen. Ja? Aber die Menschen interessiert, schützt mich der Staat und nicht, wie finanziert er das? Das ist nicht die zentrale, glaube ich, Auseinandersetzung. Ja? Und das Gleiche gilt für die 32-Stunden-Woche bis zu einem gewissen Grad. Sie ist wichtig, also es ist wichtig, über Arbeitszeitverkürzung in Perspektive zu diskutieren. Ja? Wenn wir jetzt nicht drüber diskutieren, haben wir es in 10 Jahren nicht. Ja? Aber was jetzt die Menschen interessiert ist, kann ich meine Rechnung zahlen in 3 Monaten noch und meine Miete zahlen und wie kann ich meinen Status halten bei 4% Reallohnverlust. Ja? Wie kann man verhindern, dass wir nächste Runden von Reallohnverlusten haben? Das ist das, was man adressieren muss mit ordentlicher Wirtschaftspolitik, wo die Leute vertrauen, die haben das in der Hand und die kennen das. Wir schalten in eine ganz kurze Werbepause und danach reden wir dann weiter, ob jetzt tatsächlich ein Kanzler Kickl kommen könnte oder ob ihm diese Zusammenarbeit jetzt mit der AfD, die ja zumindest in Deutschland zwischen extrem rechts und rechtsextrem eingestuft wird, am Ende schon schaden könnte. Bleiben Sie dran. Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Willkommen zurück zum dritten und für heute letzten Teil unseres Freitagsduells zwischen Laura Sachslehner von der ÖVP und Robert Miesig, nicht von der SPÖ, sondern ein Journalist, aber ein SPÖ-Mitglied. Hallo. Ich möchte jetzt in diesem dritten Teil die Diskussion starten, Angst vor Kanzler Kickl oder nicht. Also da sind sehr viele Menschen der Meinung,
Und das zeigen an sich schon auch genauere Daten, dass Herbert Kickl schon als sehr weit rechts eingestuft wird, dass er bislang vielen Angst gemacht hat. Aber gleichzeitig zeigen dieselben Daten, dass Herbert Kickl als FPÖ-Chef trotzdem offenbar immer mehr ankommt. Haben die Menschen noch Angst vor einem Kanzler Kickl? Naja, das kann ich so nicht wirklich beantworten. Ich glaube, dass die Umfragen schon zu einem großen Teil daherkommen, dass es einfach eine große Unzufriedenheit mit dem aktuellen politischen System gibt. Das muss uns natürlich allen zu denken geben. Da muss man sich auch überlegen, welche größeren Reformen müsste da man vielleicht in Angriff nehmen. Zum Beispiel auch das Stichwort direkte Demokratie, weil wir sehen ja, dass auch das Vertrauen immer weiter sinkt in das politische System. Und das ist, glaube ich, ein viel größeres Thema, als es jetzt nur auf die Umfragen runterzubrechen. Aber ja, natürlich profitiert die FPÖ mit Herbert Kickl davon. Deswegen glaube ich, dass man die Debatte darüber und eben über die Fragen, wie stellen wir unser gesamtes politisches System in den nächsten Jahren auf, dass wir die führen müssen, um einfach auch diesen Trend endlich mal zu stoppen. Der Herbert Kickl, also ich kann mich erinnern, noch vor ein paar Jahren gab es ja Aufregung, wenn die FPÖ sich mit gewissen extrem rechten Parteien zu offen gezeigt hat. Er ist offen mit der Alice Weidel aufgetreten. Jetzt wissen wir, dass sie versucht, moderater aufzutreten, aber wir wissen halt schon, wie die AfD generell eingestuft wird. Schadet ihm das oder ist das auch schon wurscht? Nein, das schadet ihm natürlich alles und es schadet ihm ja irgendwie diese ganze Sukzession und Abfolge dessen, was wir in den letzten Monaten erlebt haben, diese sich selbst Radikalisierung der FPÖ, auch was rausgekommen ist über die also das neue Buch von Peter Griedlich, glaube ich, der Griedling. Verfassungsschutzchef, wo völlig klar ist, da wurde quasi ein Angriff auf den Verfassungsschutz lanciert, weil der jetzt auch nochmal die Russland-Connections der FPÖ untersuchen wollte. Also jemand an Kreml-Herbert in den wichtigen Staatskanzleien von Österreich würde dann doch keiner haben. Und gleichzeitig diese Radikalisierung, dieses Furcht, faschistoide Video der, des ringfreiheitlichen Studenten gleichzeitig oder der freiheitlichen freiheitlichen Jugend und diese Kuschelkurs mit den rechtsextremen Identitären, ja, dass das da überhaupt keine Abgrenzung mehr gibt, sondern im Gegenteil sozusagen auch die Übernahme deren Positionen und sogar deren paranoiden Weltbildes und bis hin zur Rhetorik. Ja. Also das ist etwas, was am Ende den die Menschen nicht haben wollen, ja, dass das Land in die Hände von Radikalen und Spinnern und Extremisten fällt. Ja. Natürlich sind die Menschen wütend und hätten gern, dass besser ist, aber dass besser wird, aber kein Mensch wird, oder sehr wenige geht die Wut so weit, dass sie sagen, ich würde das Land gleich outzünden, also möge es Folgen haben, welche auch immer. Ja. Das muss man, glaube ich, schon sehen. Deswegen bin ich da relativ zuversichtlich, dass man die Auseinandersetzung gewinnen kann. Man soll ja nicht vergessen, wenn man sich die Rotart neuer Umfrage anschaut. Ja, die Zustimmung zur FPÖ, das sind 18%. 29% sagen, ich bin überhaupt unentschlossen und weiß überhaupt nicht, von wem ich von denen wähle. Ja. Das heißt, diese angeblich hohen Umfragewerte der FPÖ reduzieren sie am Ende des Tages auf Entschlossene von 18%. Ja. Da ist der Rest der Politik, glaube ich, auch gefordert, nicht dauernd auf die FPÖ und ihre Stimmungen und ihre Themen zu schielen, weil wir haben, braucht man nur die Rechnung machen, mich interessieren dann weniger die 18%, sondern die 82% andere, 82% in unserem Land, die eben nicht eine demokratiegefährdende und unsere Sicherheit gefährdende radikale Partei wählen wollen. Und für diese Menschen sollten wir Politik machen. Also in einigen Punkten stimme ich dem Herrn Misek ausnahmsweise mal zu. Ich bin ebenfalls der Meinung, dass die Politik der FPÖ und insbesondere der FPÖ unter Herbert Kickl völlig jenseitig ist in vielen Punkten. Es hat angefangen bei der Corona-Politik, es geht weiter bei dieser unerträglichen Nähe zu den Identitären, die da wieder gesucht wird, wo Herbert Kickl die Identitären gefühlt in jedem TV-Format aktuell versucht zu verteidigen. Das ist völlig entbehrlich. Aber genauso diese Auftritte gestern und vorgestern mit Alice Weidel, also das alles halte ich wirklich für eine völlig jenseitige Form der Politik.
Aber nichtsdestotrotz würde ich schon sagen, am Ende des Tages muss es uns schon zu denken geben, weil für viele Menschen offensichtlich das politische System gerade außer der FPÖ nicht die Themen anspricht, die ihnen tatsächlich Sorgen und Ängste bereiten. Also ganz offensichtlich gibt es da eine große Differenz zwischen dem, was sich die Bevölkerung von der Politik erwarten würde und was eben andere Parteien, und dazu gehören auch ÖVP und SPÖ, so ehrlich muss man sich sein, aktuell diskutieren. Und ich glaube, das ist der Kern der Frage, den wir in unterschiedlichen Formen auch schon die vergangenen Wochen und Monate diskutiert haben. Worüber diskutieren wir? Was sind tatsächlich die Themen, die die Leute bewegen? Und da gibt es nun mal bei vielen Menschen das Empfinden, dass die FPÖ diese Themen als einzige Partei adressiert. Dass das natürlich in keiner Art und Weise passiert, wie ich es für richtig halte, ist hoffentlich auch klar. Ich finde nur, dass wir trotzdem diese Umfragen, wurscht, wo die FPÖ jetzt am Ende des Tages wirklich liegt, ich finde nur trotzdem, dass wir sie ernst nehmen müssen als Zeichen dessen, dass es eine massive Unzufriedenheit gibt. Und wenn wir die nicht ernst nehmen und uns ernsthaft damit auseinandersetzen und versuchen, dem irgendwie etwas entgegenzusetzen, auch aus Sicht der Volkspartei, dann halte ich das für schwer problematisch. Ja, ich stimme Ihnen völlig zu, das ist ohne Zweifel. Nur wir dürfen auch nicht einen völligen Knick in der Optik haben und nur mehr auf 18% starren und auf die Wünsche von 82% anderen nicht mehr. Ja? Also es sind immerhin auch Bürger, und zwar die große Mehrheit. Die sind ganz offensichtlich von großer oder auch kleinerer, aber immerhin von Skepsis gegenüber dem rechten Extremismus, den die FPÖ vertritt, durchdrungen. Und das ist ja auch immerhin etwas. Und diese Menschen verlangen oder diese Menschen erwarten sich von den demokratischen Parteien eine Vertretung, die eben heißt, wirtschaftspolitisch und in wesentlichen Fragen, die sie berührt, ich habe die Unsicherheit genannt, aber sicherlich auch andere Fragen, Antworten, aber auch ein klares Bollwerk für Demokratie, Liberalität, Modernität und gegen diesen extremistischen Irrwitz, der unser Land nur anzünden wird. Gut, dann bedanke ich mich, Robert Miesig. Danke, Laura Sachs-Lehner. Und bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach